aus. Sabotage legte Züge im Norden für Stunden lahm. Bombenanschlag, Explosion zerstört Russlands Brücke zur Halbinsel Krim. Und Lichtkunst, Berlin leuchtet wieder, jetzt mit Energiesparkonzept. Im Studio Leslie Nachmann. Die Leslie. Ganz herzlich willkommen. Martin, was macht man? Heute Vormittag ist es für zehntausende Bahnreisende Endstation. Der komplette Fernverkehr in Deutschland kam zum Erliegen. Doch dieses Mal war es keine technische Störung, sondern Sabotage. Dirk Schaumers über den Bahnkrimi. Am Vormittag stehen alle Züge still. Fast drei Stunden ist der Zugverkehr in Norddeutschland eingestellt. Wie hier in Hamburg bilden sich lange Schlangen vor den Auskunftsschaltern. Gerade haben die Herbstferien begonnen. Viele Reisende sind genervt. Chaos, ja, Chaos. Tausende Menschen stehen wieder Koffer, sitzen auf Koffer, wissen die, wollen was losfahren. Sie sind, glaube ich, alle ein bisschen überfordert. Ja, wäre schön, wenn man mal überhaupt eine Auskunft bekäme, wann es weitergehen würde. Und es wird nur lapidar durchgegeben, frühestens ab 11 Uhr ist hier wieder was am Laufen. Gegen 6.40 Uhr fällt das digitale Zugfunksystem mit dem Namen GSMR aus. Keine Kommunikation ist mehr möglich zwischen den Leitstellen und den Zügen. Lokführer und Personal im kompletten Norden können nicht mehr angesprochen werden, weil Datenleitungen zerstört sind. Aus Sicherheitsgründen wird der Zugverkehr gestoppt. Es handelt sich dabei um Kabel, die notwendig sind, um Zugverkehr fahren zu lassen. Kabel technischer Art, die an beiden Standorten alle vollständig durchtrennt wurden. Und deswegen gehen wir von einem Sabotageakt aus. Es ist eine offensichtlich vorsätzliche Tat. Ein gezielter und anscheinend abgestimmter Angriff auf kritische Infrastruktur. Der erste erfolgt in einem Kabelschacht hier in Berlin-Hohenschönhausen. Der zweite im Ruhrgebiet. Möglich ist das nur mit Insider-Informationen, sind sich Experten sicher. Über die Täter ist noch nichts bekannt, die Bundespolizei ermittelt. Währenddessen fahren die Züge wieder. Es kann aber weiterhin zu Beeinträchtigungen kommen. Für betroffene Zugreisende gilt, heute nicht genutzte Fahrkarten bleiben noch 7 Tage gültig oder können ganz erstattet werden. Vor den Landtagswahlen morgen in Niedersachsen haben die Kandidaten noch ein letztes Mal um Stimmen geworben. Stefan Weil von der SPD zeigte sich gemeinsam mit Malu Dreyer und Bundeskanzler Olaf Scholz. Weil würde im Falle eines Wahlsieges eine Koalition mit den Grünen bevorzugen. CDU-Herausforderer Bernd Altusmann hingegen kann sich eine Fortführung der aktuellen GroKo oder ein Jamaika-Bündnis vorstellen. In den neuesten Umfragen lag Altusmann zuletzt jedoch hinter dem amtierenden Ministerpräsident Weil. Russland hat den Kommandeur der Ukraine-Offensive ausgetauscht. Und einen harten Schlag hat Russland erst am frühen Morgen hinnehmen müssen. Die Kertschbrücke, das russische Prestigeobjekt und die einzige direkte Verbindung vom russischen Festland auf die Krim, wurde stark beschädigt. Viktoria Schulte berichtet. Es ist 6.07 Uhr, als eine gewaltige Explosion die Krimbrücke erschüttert. Ausgelöst durch eine LKW-Bombe, sagen russische Behörden. Zwei Abschnitte stürzen ein, 7 Eisenbahnwaggons fangen Feuer. Russland meldet außerdem mehrere Tote. Die 19 Kilometer lange Brücke ist die wichtigste Straßen- und Eisenbahnverbindung zwischen dem russischen Festland und der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Und es ist ein sicherlich schwerer Schlag, nicht nur für das Prestige von Präsident Putin, der ja die Brücke eingeweiht hat 2018, sondern vor allen Dingen für den logistischen Verkehr, der über diese Brücke läuft. Das ist natürlich eine Engstelle, über die die Truppen auf der Krim zum großen Teil versorgt werden. Zwar hat sich die Ukraine nicht zu dem Angriff bekannt, hat in der Vergangenheit aber immer wieder angekündigt, sich die Krim zurückzuholen. Für die Menschen in Kiew ein Hoffnungsschimmer. Keiner weiß, wie es passiert ist, aber es ist eigentlich auch egal. Alle haben darauf gewartet, nicht nur wir. Wir sind sehr positiv gestimmt, das ist eine gute Nachricht. Schade, dass es nicht schon gestern an Putins Geburtstag passiert ist. Die erste Reaktion von russischer Seite erstaunlich gemäßigt. Heute wird eine Regierungskommission unter meiner Beteiligung daran arbeiten, das Ausmaß der Schäden zu ermitteln und Pläne für die Wiederherstellung der Fahrbahn und gegebenenfalls einer Bahnstrecke zu besprechen. Allerdings hatte der frühere russische Präsident Medvedev im Sommer im Falle eines Angriffs der Krim mit massiven Gegenschlägen gedroht. Es ist sehr offensichtlich, dass, wenn so etwas passiert, für alle von Ihnen der Tag des jüngsten Gerichts kommen wird.
sehr schnell und hart, es wird schwierig sein, sich zu verstecken. Die russischen Behörden sagen, es gebe keinen Grund zur Panik. Und dennoch kursieren Videos, die lange Schlangen vor Tankstellen und in Supermärkten auf der Krim zeigen. Und zurück nach Deutschland. Dass die Energiepreise viele Bürger an die Belastungsgrenze bringt, das steht seit Monaten fest. Trotzdem sitzt erst seit heute eine Kommission für ein Konzept zusammen, wie man die Bürger bei den Gaspreisen entlasten kann. Nur 48 Stunden haben die Teilnehmer Zeit, dann soll schon ein Vorschlag stehen. Der Auftrag wirksam, schnell und gerecht muss die Gaspreisbremse sein. Dazu Sebastian Plattold. Mehr als 54 unterschiedliche Konzepte zur Entlastung der Bürger beim Gaspreis diskutiert die zuständige Kommission hinter den Mauern des Wirtschaftsministeriums. Die 21 Experten sollen bis Montag darauf einen Vorschlag machen. Wir sind alle gut vorbereitet und gesprächsbereit, von daher bin ich sehr zuversichtlich. Erwarten wir vor allen Dingen eine sozial gerechte Lösung. Ein Gaspreisdeckel, der für Privathaushalte tatsächlich eine deutliche Entlastung bringt. Der Gaspreisdeckel ist schon länger im Gespräch. Für einen festgelegten Grundverbrauch werden so die Preise mit Steuergeldern gedeckelt, also günstiger. Nur wer mehr verbraucht, muss dafür dann auch die aktuell hohen Marktpreise zahlen. Das Modell lässt sich variieren. Je niedriger der Grundverbrauch angesetzt wird, desto höher der Sparanreiz. Doch wie hoch sollte der Deckelpreis sein? Zahlen alle das Gleiche oder besser Verdiener mehr? Und wer ermittelt die Daten, wenn etwa der Vorjahresverbrauch als Grenze genommen wird? Einfacher könnte da eine Einmalzahlung für alle sein. Auch der Vorschlag liegt auf dem Tisch. Die legt man auf die Seite, wenn die Abrechnung ist, wenn ich dann zu bezahlen muss, dann habe ich schon was. Ich denke, man muss überlegen, was ist für die Leute, die halt Geringverdiener sind, langfristig am besten. Und da ist eine Einmalzahlung, glaube ich, nicht hilfreich. Auch eine Kombination aus Einmalzahlung und Preisdeckel wäre denkbar. Kanzler Scholz beteuert: Wir werden alles dafür tun, dass die Preise wieder runtergehen mit Strompreisbremsen und Gaspreisbremsen. Wir werden die ganze Kraft unseres Staates zusammenführen. Wie groß der Druck für eine schnelle Entlastung der Bürger ist, zeigen auch diese Bilder. Die AfD hat in Berlin zur Großdemo geladen. Tausende sind gekommen. Auch hier entlädt sich der Frust über die steigenden Preise. Seit gestern Abend leuchten wieder viele Berliner Fassaden und Gebäude beim Festival of Lights. Und das, obwohl wegen der Energiekrise an vielen Stellen ja bewusst auf Beleuchtung verzichtet wird. Für viele passt das nicht zusammen, aber auch die Veranstalter haben sich Gedanken gemacht. Charlotte Kalin berichtet. Berliner Wahrzeichen als Leinwände für Lichtkunst. 10 Tage lang erstrahlen beim Festival of Lights Schlösser, Fernsehturm und Co. in bunten Farben. Schön ist das schon, aber mancher fragt sich auch, was ist denn hier mit dem Energiesparen? Stimmt, die Meinung ja. dazu scheint gespalten. Was Sie ist denn hier mit dem Energiesparen? Wie viel Strom das wohl, diese 10 Tage sind, glaube ich, verbraucht. Ich finde es halt auch was Kulturelles. Und ich finde, dann eigentlich sollten eher so die ganzen Werbeplakate ausgehen. Man könnte es vielleicht kürzen, sage ich mal. Vielleicht nur eine Woche, das wäre doch dann auch in Ordnung. Das haben sich auch die Veranstalter gedacht und das Festivalkonzept geändert. Gebäude werden nun eine Stunde kürzer beleuchtet als im letzten Jahr und die Anzahl der Standorte wurde fast halbiert. Und auch die Technik ist neu. Erstens nutzen wir LED-Technik, energiesparendste Technik. Auch die Projektoren, die wir einsetzen, sind die innovativsten, die am Markt zu bekommen sind. So verbraucht die Lichtershow insgesamt rund 75% weniger Strom als im Vorjahr. Und gut fürs Gemüt ist die Kulturheim auch noch. Gerade in schweren Zeiten braucht die Seele Nahrung. Und dazu gehören Kunst- und Kulturveranstaltungen. Denn regelmäßig solche Sachen weggestrichen werden, muss man damit rechnen, dass Menschen, wenn sie ein schönes Gegengewicht haben, seelisch erkranken. Nach der Lichtershow ist dann auch schon bald die Zeit für Weihnachtsbeleuchtung gekommen. Viele Städte haben bereits angekündigt, nicht darauf verzichten zu wollen. Und hier noch die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga vom Nachmittag. Leverkusen-Schalke 4:0, Mainz-Leipzig 1:1, Bochum holt den ersten Sieg in dieser Saison 3:0 gegen Frankfurt und Augsburg-Wolfsburg 1:1. Und zum Wetter. Am Sonntag setzt sich in der breiten Mitte vom Rhein bis zur Oder die Sonne durch. Über den Norden ziehen einige Wolken hinweg und auch an den Alpen bleibt es längere Zeit trüb. Maximal werden es 13 bis 19 Grad.
Und das war's von uns. Ich wünsche Ihnen einen gemütlichen Samstagabend. Tschüss. Einen gemütlichen Samstagabend. Tschüss. Regnet es noch draußen? Ja.